Hi, Markus hier. Heute möchte ich euch mit einem etwas besonderen Video begrüßen, denn es geht darum, was wird es auf meinem Kanal jetzt noch geben. Es gibt ein paar Veränderungen, ein paar Neuerungen, sozusagen Naturerleben Insight. Und da fangen wir gleich mit dem ersten Thema an. Ihr wisst ja, ich bin sehr gerne autark unterwegs. Meine ganzen Videos, die ich mache, die versuche ich im Prinzip mit Energie, die ich aus der Sonne gewinne, zu bearbeiten. Das heißt, mein Laptop, genauso wie Kamera, Licht und so weiter, was ich dabei habe, wird gespeist von der Sonne. Ich bin oft unterwegs mit Fahrrad und Inliner zu meinen Touren, um auch da möglich ressourcenschonend zu fahren. Und jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich angesprochen wurde, ob ich auf einer neuen deutschen Plattform auch meine Videos veröffentlichen möchte. Ich habe mir das ganz genau angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, wenn jemand hingeht und wirklich versucht, absolut klimaneutral seine Videos zu streamen, dann ist das eine Sache, die man in jedem Fall unterstützen sollte. Also ich werde ab sofort meine Videos auf der deutschen Plattform Watch Better zusätzlich hochladen. Ich werde versuchen, je nachdem wie mein Rhythmus ist, sogar Videos etwas früher hochzuladen auf die zweite Plattform, um auch so ein bisschen einen Anreiz zu bieten, sich das mal anzuschauen. Und ich würde euch, liebe Zuseher, liebe Abonnenten, liebe Kommentarschreiber, einfach bitten, schaut euch das einfach mal an. Es ist eine tolle Sache. Es steht ganz am Anfang. Es gibt noch keine Kommentarfunktion und. Also es ist ein ganz, ganz junges Pflänzchen, was da aufgebaut wird. Aber im Prinzip jede Minute Streaming wird versucht zu kompensieren über den Aufbau unserer Natur, in dem Fall jetzt über den Aufbau und die Pflanzung von Mangroven, die natürlich sehr, sehr widerstandsfähig sind. Ich habe mich da sehr, sehr lange unterhalten mit dem Chef und finde das Konzept wirklich gut, weil ich natürlich weiß, wie oft heißt, ah, wir pflanzen 1000 Bäume und so weiter und so fort. Und dann sind es so Mini-Bäumchen und von den 1000 Bäumen schafft es vielleicht ein einziger. Und genau das ist das große Problem bei solchen Sachen. Von dem her habe ich das sehr, sehr gut nachgehakt. Und für mich ist das ein wirklich schlüssiges Konzept. Wie gesagt, es ist noch ein kleines Pflänzchen. Umso mehr möchte ich euch bitten, einfach dort mal vorbeizuschauen und zu gucken, ob euch das gefällt oder zumindest einfach meine Videos dort auf der neuen Plattform einfach mal anzuschauen, damit die Plattform einfach ein bisschen wachsen kann. Ich danke euch jetzt schon für eure Mithilfe. Stellt ruhig noch einige Fragen und ich werde euch unten auch ein PDF verlinken, dass ihr so ein bisschen einen Mehrwert bekommt, was die da so alles vorhaben. Aber wie gesagt, nicht in irgendeiner Form enttäuscht sein. Das Pflänzchen ist noch sehr jung. Wie gesagt, es gibt keine Kommentarfunktion und so weiter. Das baut sich jetzt erst gerade langsam auf. Schaut es euch an, macht euch selber ein Bild und unterstützt mich mit dabei. Der zweite Punkt, ich muss immer mal ein bisschen auf meinen Zettel schauen, damit ich nicht alles vergesse, ist, dass ich zum ersten Mal tatsächlich jetzt eine Anfrage, ob ich was testen könnte, angenommen habe. Weil bisher war das immer so, könntest du das machen. Ich habe die eigentlich bisher alle immer abgelehnt, aber dieses Jahr ist es sehr, sehr interessant gewesen. Ich war mal wieder unterwegs mit meinen Schneetouren und bevor ich meine Schneeschuhe anziehen konnte, wumps, hat es mich mal wieder auf den Hintern gelegt. Ihr kennt es wahrscheinlich auch und genau zu dieser Zeit schreibt mich einer an und sagt, hey, kannst du nicht mal unsere iSpikes testen? Und dann habe ich gesagt, ja, gut, wunderbar, mache ich. Also, das wird noch ein bisschen was Neues sein, dass ich auch einfach, also wenn ein Angebot kommt, was mir einfach auch mal zusagt, wo ich sage, das kann ich vielleicht selber auch gebrauchen, es ist ein Mehrwert für euch, dass ich tatsächlich auch mal solche Angebote annehme und solche Dinge testen werde. Also ihr könnt euch freuen, ich habe was getestet, was vielleicht auch für euch einen Mehrwert bietet. Ich denke, es sollte klar sein, ihr kennt mich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wie lange ihr den Kanal schon verfolgt. Ich werde natürlich nichts annehmen, wo ich nicht dahinter stehe oder euch das Blaue vom Himmel unterlügen, muss man inzwischen tatsächlich dazu sagen, weil also die Bandbreite an Dingen, die vorgestellt werden, die dann einfach auch nichts sind, mache ich einfach nicht mit. Müsste mir einfach glauben, aber wenn ich das Gefühl habe, so wie mit meinen Bastelaktionen und so weiter, das ist was ich vielleicht weitergeben kann, was ein Interesse für
vielleicht auch für euch sein könnte, dann mache ich das einfach. Und ja, ich werde euch keinen Scheiß aufquatschen. Ich glaube daran, da könnt ihr euch drauf verlassen. Das wäre der zweite Punkt gewesen, was es vielleicht so ab und zu mal gibt. Einmal mache ich das jetzt, mal gucken, wie es auch ankommt, mal schauen, wie es auch, ja, wie es auch ein Mehrwert für euch ist, was ihr in den Kommentaren schreibt. Also insofern immer gerne Kommentare schreiben, dann habe ich ein kleines Feedback, wie es denn aussieht, auch von eurer Seite. Mein dritter Punkt ist nochmal, ja, wie sieht es denn jetzt dieses Jahr aus? Was kommen noch an Touren und so weiter und so fort? Ich habe ja diesen kleinen Jahresrückblick gemacht, aber ich habe den so ein bisschen versteckt hinter einem Knotenvideo, was ich noch gemacht habe. Ich verlinke euch den Jahresblick nochmal da oben. Vielleicht haben den viele von euch auch gar nicht gesehen oder wahrgenommen, weil ich den so ein bisschen versteckt hatte hinter dem anderen Titel. Aber ein paar Punkte einfach dazu, was ich dieses Jahr vorhabe. Also ihr habt gesehen, ich habe relativ viele Packraft-Touren gemacht und es wird auch weiterhin der Fall sein. Es sollen eher noch mehr Tages-Packraft-Touren dazukommen, weil ich dieses Übernachten einfach schön finde. Ihr habt es ja schon in den einzelnen Videos von mir gesehen, da könnt ihr einfach mal auf dem Kanal stöbern. Es gibt immer wieder Overnighter und ich möchte das so ein bisschen mehr haben dieses Jahr, weil dieses Unterwegssein und dann auch mit Übernachtung draußen sein, das ist einfach nochmal mehr diese Natur erleben, in diese Natur einsteigen. Das hat mir letztes Jahr schon viel Spaß gemacht und da wird es dieses Jahr natürlich auch einiges geben. Das heißt, ich habe schon ein bisschen geplant, Touren auf dem Groschenwasser, Mehrtagestouren am Rhein, auf den Rheinarmen, da wird es einiges geben. Und so ein ganz weites Ziel, ich war ja am Bodensee letztes Jahr, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht gibt es auch mal eine Möglichkeit vom Bodensee bis zu mir ins Badische zu paddeln über den Rhein. Also da wird es einiges geben, ihr könnt euch schon drauf freuen. Das andere, was ich bisher jetzt noch nicht so gemacht habe, waren Hochgebirgstouren. Weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert, aber ich habe vor, dieses Jahr wieder mal ins Hochgebirge zu gehen, habe mir einen 3000er ausgesucht, auf den ich gerne hochgehen möchte. Und ich hoffe auch, dass das funktioniert. Und wenn ich den schaffe, dann geht es vielleicht auch mal an die Zugspitze, weil da ist ja immer noch Schnee mit dabei, Klettersteig, da ist nochmal ein besonderer Anspruch. Aber ich denke, mein Fuß wird gut werden und dann wird das auch noch funktionieren. Also das wäre mal so das, was ins Alpine reingehen wird. Ja, und sonst, so wie ihr es im Prinzip kennt, wenn ich merke, oh, da habe ich irgendwas Tolles, was ich vorstellen kann, wo ich wieder was selbst gebastelt habe und. Das werde ich euch natürlich einfach weitergeben. Ich habe mit der Survival-Reihe angefangen. Ich habe noch ein paar Knoten ausstehen, die ich euch gerne weitergeben möchte. Also da wird es einiges geben. Und auch dieses Format hier jetzt hat, ich habe es jetzt einfach mal Naturerleben Insight genannt. Ich hoffe, ihr könnt euch darunter was vorstellen. Vielleicht schreibt ihr mir da auch mal in die Kommentare. Das wird es auch in regelmäßigen Abständen geben, weil ich merke, auf Instagram sind immer mal wieder ein paar Anfragen, auf YouTube sind Anfragen, über Komoot sind ab und zu mal Anfragen und dann kann ich das einfach in eins zusammenfassen und das ist vielleicht auch ein Mehrwert für euch, damit ihr leichter an die Informationen rankommt, die vielleicht für euch interessant sein könnten. Gut, mein Zettel wieder. Ja, genau, da habe ich es ja gesagt. Noch unterwegs sein und so weiter. Und ja, was ich auch schon an Fragen bekommen habe, mir ist ja bei einer Tour ein Tragesack fürs Packraft auseinandergerissen. Da hat sich was ganz, ganz Interessantes ergeben, denn im Nachhinein mit dem Sack und auch einem neuen, den ich habe, den habt ihr auch schon gesehen. Da werde ich vielleicht auch mal noch ein Video dazu machen, das ihr auch ein bisschen einschätzen könnt, wenn ihr unterwegs seid. Ihr braucht einen wasserdichten Tragesack. Was ich da empfehlen kann, was ich für Erfahrungen gemacht habe mit den Packsäcken, die ich da habe, da werde ich auch noch ein Video machen. Ja, insofern, das waren jetzt halt erstmal die meisten Punkte. Ihr habt gesehen, dass ich die Affiliate-Links unten drin habe. Ja, also die mache ich natürlich einfach mal hauptsächlich rein, damit ihr Produkte, die ich in irgendeiner Form bei meinen Outdoor-Angeboten und Wanderungen und Touren verwende, auch mal nachschauen könnt, was ist das einfach. Ich kriege eine kleine Provision, wenn ihr
auf diese Affiliate-Links klickt. Damit könnt ihr mich und den Kanal natürlich unterstützen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das ein oder andere neue zu kaufen und dadurch natürlich auch einen Mehrwert für alle Zuseher zu liefern. Von dem her würde es mich natürlich freuen, der ein oder andere klickt darauf. Bisher ist es noch nicht so der Fall, aber das ist auch nicht schlimm. Ich biete es hauptsächlich mal als Informationsquelle an. Aber jeder, der mich in irgendeiner Form unterstützen möchte, das wäre eine Möglichkeit. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Eins habe ich mir jetzt trotz alledem gekauft. Und zwar, ich filme jetzt gerade mit einer neuen Kamera bzw. mit einem neuen Mikrofonsystem. Ich habe das jetzt schon 2-3 Touren dabei gehabt. Mich würde mal interessieren, wie ihr mit dem Ton jetzt, ich sage mal, der letzten 2-3 Videos zufrieden seid. Ob ihr da einen Mehrwert gehabt habt, ob ihr mich besser verstehen könnt, wie der Klang war. Wenn ich jetzt auch gerade an die Touren denke, die ich hier im Schwarzwald gemacht habe mit den Schneeschuhen, da ist unglaublich der Wind gegangen. Und diese Kamera, die ich jetzt habe, ich sage gleich mal noch, was es ist, die filtert diese Windgeräusche extrem gut raus und das Mikrofon ist sehr, sehr leistungsstark. Also da wäre ich froh, wenn ihr mir einfach mal eine Rückmeldung in die Kommentare schreibt, wie bei euch der Ton angekommen ist, ob ihr überhaupt eine Veränderung festgestellt habt und ob es da noch ein paar Anmerkungen für mich gibt, was ich da vielleicht sogar noch optimieren könnte. Ja, und jetzt zum Gerät. Ich habe lange Zeit speziell für meine Packraft-Touren ein Mikrofon gesucht, was zum einen wasserdicht ist und was zum anderen, einfach einen guten Ton liefert. Ich habe ja bisher immer das Problem gehabt, entweder mit dem Handy oder mit der Actioncam gefilmt. Actioncam ist nicht wasserdicht. Im Gehäuse ist der Ton ganz schlecht. Das heißt, ich muss es offen lassen, immer mit der Angst, fällt sie mir doch mal ins Wasser, ist sie kaputt. Und eigentlich bin ich zu keinem Schluss gekommen, weil ein Ansteckmikrofon bei Paddeltouren und so weiter, das macht einfach keinen Sinn. Das macht bei solchen kleinen Geschichten, wie ich es jetzt mache, um eine Information weiterzugeben, da macht es natürlich Sinn. Aber auf Touren ist es für mich einfach zu umfangreich. Und da bin ich auf ein ganz, ganz altes System gestoßen. Und zwar gibt es von Sennheiser ein Outdoor-Mikrofon für Action-Cams, die extrem gute Qualität liefert. Und dieses Mikrofon gibt es halt leider nicht für die Action-Cam, die ich selber hatte. Also bin ich hingegangen und habe einfach mal im Internet gestöbert und habe dieses Mikrofon auch gefunden. Und auch die zugehörige Kamera dazu. Das ist allerdings schon eine ältere Kamera. Also jetzt löse ich es einfach mal auf. Es ist der GoPro und zwar eine Hero 4 Black, die ich in dem Fall jetzt habe. Und dieses Mikrofon an dem Gehäuse funktioniert tatsächlich nur mit dieser einen Kamera und nicht mehr mit den neueren Kameras. Und die neueren Kameras, was ich so gehört habe, die haben natürlich mit diesem wasserdichten Gehäuse dann wiederum den Nachteil, dass die Qualität des Mikrofons etwas schlechter ist. Und so habe ich mir jetzt dieses System, neu gibt es das natürlich nicht, das kommt mir entgegen, gebraucht ist immer ein bisschen günstiger, aber ist trotzdem eine Investition gewesen, habe ich mich für dieses System entschieden und bin selber mit dem, was ich jetzt in der Nachbearbeitung noch zu tun hatte, wirklich sehr, sehr angetan. Mich würde es jetzt freuen, wenn ihr vielleicht speziell auch zu dem Mikrofon und den Aufnahmen der letzten Videos und auch dieser Aufnahme hier mir mal schreiben könntet, wie der Ton bei euch ankommt, wie ihr das von der Qualität her findet, dass ich einfach da mal ein bisschen eine Orientierung habe. Und schreibt mir auch gerne mal rein, wie ihr jetzt die Punkte, die ich heute angesprochen habe, wie die bei euch ankommen, wie ihr damit umgeht, ob euch das gefällt, ob ihr das auch gerne unterstützen wollt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also vielen herzlichen Dank für das letzte Jahr. Ihr habt ganz speziell mich unglaublich unterstützt und motiviert, ein Video nach dem anderen zu machen. Es hat mir wirklich unendlich viel Spaß gemacht. Also ein großes Dank an euch und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.